haben wir nun doch Hehlerware angekauft, beziehungsweise diese Ware hätten wir so nicht kaufen dürfen, Freunde. Also grundsätzlich habe ich mit diesem Deal schon längst abgeschlossen, doch dann passierte Folgendes. Ich habe eine Mail bekommen, eine richtig dubiose Mail, wo ich aufgefordert wurde, all Videos zu löschen, wo die Ware zu sehen ist. Und ich dachte mir, naja, ich schaue jetzt mal ganz kurz nach, ob diese Firma eine Domainendung hat. Habe ihn bei Austin die Firma rausgesucht und die haben eine Domainendung, also die Gmail war definitiv fake. Bin dann nach Malle geflogen, um einen Geschäftstermin wahrzunehmen und während des Fluges überschlugen sich die Ereignisse. Ich wurde mehrfach von der Nummer angerufen, habe dann nach der Landung direkt zurückgerufen und dann ergab alles Sinn. Also grundsätzlich wollte der aus Linz, dass ich nach dem letzten Deal, wo ich gesagt habe, ich mache das nicht mehr, sofort den WhatsApp-Chat lösche sozusagen, dann natürlich die dubiose E-Mail-Adresse und dann noch zusätzlich diese Nummer, die mich dann angerufen hat von der echten Firma, wo mir der nette Herr gesagt hat, dass diese Rechner eigentlich nicht zum Verkauf stehen, sondern einfach an die Mitarbeiter ausgegeben werden. Auch aus Datenschutzgründen dürfen die nicht rausgeschleust werden. Also der wollte nur rausfinden, wer das gemacht hat, hat aber zu mir gesagt, ich habe nichts Falsches gemacht, darf die auch so weiterverkaufen jetzt, wenn alles gelöscht ist. Aber trotzdem eine heftige Story, oder?